So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen. Und ich bin so fertig mit der Welt. Eigentlich wollte ich gestern 0 Uhr, 24 Uhr rausgehen, einen Spaziergang machen. Jetzt habe ich aber bei dem Spaziergang, der eigentlich eine Stunde andauert, zwei Kollegen getroffen. Jetzt bin ich von zwei Kollegen zu Hause gelandet. Wir haben dann bis früh so um 5 zusammengesessen, haben da ein bisschen irgendwie so Ramses Musikvideos geguckt, alles hin und her. Dann sind wir mit Kollege C und Kollegin E abgegangen zu Kollegin E mit Kollege C, haben da noch rumgesessen mit Katze S, haben dann gesagt, wir gehen jetzt zu mir. Katze S war nicht dabei, Kollegin E auch nicht, aber Kollege C. Jetzt haben wir im Rewe nochmal was eingekauft und haben gechillt, weil ich gesagt habe, ich glaube, heute kommt der Döner vom Leon Maurice. Weil der Leon Maurice der Dicke, hat mir einen Döner gesendet, hat gesagt, er schickt den dann am Donnerstag ab. Ich habe gesagt, wenn es alles gut verläuft, kann es das sein, dass er am Freitag schon da ist. Jetzt ist gerade Freitag. Jetzt ist gerade, ich muss mal kurz auf die Uhr gucken. Wir haben es 11:43 Uhr. Der Döner kam ungefähr um 11 Uhr an in diesem Paket. Also, Leon hat gesagt, er schickt einen Döner los. Er möchte mir einen Döner kredenzen. Das ist das zweite Mal, dass ich einen Döner per Post bekomme. Ich habe schon mal einen Döner per Post bekommen. Jetzt ist das Döner per Post Teil 2 mit gemischtem Fleisch. Da müssten also zwei Fleischsorten dabei sein. Eigentlich sollte auch Halloumi-Käse dabei sein. Aber irgendwie ist das bei der Bestellung komplett nach hinten losgegangen. Also ich glaube, da ist kein Halloumi-Käse dabei. Dafür hat der Leon aber einen zweiten Döner gratis bekommen. Und ich habe gesagt, ich warte gespannt drauf, wenn der Döner kommt vom Leon Maurice. Ich mache den dann hier auf. Wir werden den dann hier testen. Wir werden mal gucken, ob der dabei ist, ob das schmeckt, wie das ausschaut von seinem Dönermann des Vertrauens. Ich muss nur gucken, dass ich den hier aufkriege. Weil ich hier irgendwie 100.000 Mal in die Verpackung reinschlitzen kann. So, eine Seite ist auf jeden Fall schon auf. Die zweite Seite, ich habe es nicht gleich so gemacht, ist auf jeden Fall auch auf. Jetzt müssen wir hier nur noch das aufmachen. Der Leon hat sich ja Sorgen gemacht, dass der Döner vielleicht irgendwie 3, 4, 5 Tage unterwegs ist, aber ich habe gesagt, ach komm, DHL, ich vertraue drauf, dass wenn du das losschickst, dass es wirklich am nächsten Tag da ist. Jetzt hat er den wirklich am Donnerstag losgeschickt und am Freitag direkt ist der Döner auch bei mir angekommen. Ich kann das also hier aufmachen. Der Adi ist auch schon am Start. Guckt hier rein, was da los ist. Hier ist auch ein Zettel drin. Wir lesen auch mal den Zettel voll, auch wenn ich immer noch total betrunken bin. Hier steht nämlich: So, hier einen Döner für den Dicken. Und noch etwas Kleines für den Adi. Liebe Grüße, Leon Maurice. Steht auf diesem Zettel. Guckt euch das an. Könnt ihr das sehen? Wenn nicht, ich packe mir jeden Zettel. Alles, was ich da krieg von den Zuschauern, packe ich mir extra in eine kleine Box rein. Hier ist noch was Kleines für den Adi. Noch so ein kleines Snacktütchen. Das kann ich ihm ja vielleicht gleich auch noch geben. Und hier ist der Döner. Dann habt ihr hier noch so Filmmaterial drin in dieser Box. Einfach noch ein bisschen Papier. Das können wir jetzt hier unten hinlegen. Können uns auf die Tüte konzentrieren und machen den Döner auf. Er müsste jetzt wirklich mit gemischtem Fleisch sein. Und er hat ja letztens gesagt, bei dem Sangyang-Döner, was?
bei euch sind die Döner so klein, das wäre bei uns ein Kinderdöner. Ich habe gesagt, ja, ich weiß auch nicht, was los war. Der Döner war ziemlich mickrig. Normalerweise hätte ich da auch mehr erwartet. Jetzt haben wir einen Döner vom Leon Maurice. Der müsste also viel, viel größer, viel, viel fetter sein als die Döner, die es bei uns gibt. Wir machen den jetzt mal auf. Wir gucken jetzt mal hier rein. Ihr habt hier schon ein dickes, fettes Dönerbrot. Wenn wir den Döner jetzt hier mal irgendwie versuchen da fällt schon das ganze Brot auseinander, wenn ihr versucht, den Döner aufzumachen. Wir reißen hier unten mal ein Stück ab. Ihr seht, da ist lauter Gurke drin. Da ist lauter scharfe Soße drin. Ich glaube, wir sollten den Döner nicht so auseinanderklambustern. Wir sollten einfach wirklich versuchen, diesen Döner einfach zu essen. Da müsste eigentlich auch scharfe Soße drauf sein. Wenn nicht, habe ich die Flying Goose Blackout Soße am Start. Die mache ich auch schon mal auf. Ich werde jetzt einmal probieren, vom Leon Maurice seinem Döner, wie der schmeckt. Okay, könnte ich jetzt im ersten Moment gar nicht zuordnen, welche Fleischsorte das sein soll. Das heißt, ich mache mir natürlich trotzdem hier ein bisschen Chili-Soße drauf, beiß dann nochmal ab und guck dann mal, wie es dann schmeckt. Ihr seht doch hier eine richtig fette Chili-Note von der Soße. Der Döner ist halt kalt, aber was will man erwarten? Der war den ganzen Tag unterwegs. Ansonsten finde ich den Döner eigentlich richtig gut. Der ist sehr fleischig. Der ist sehr prächtig im Geschmack. Und bei uns die Döner, die sind meistens dann, die schmecken einfach nur komplett nach Rotkraut. Und der Döner bringt ein bisschen wirklich Geschmack mit. Durch die Fleischkomponente, hier ist wirklich, wenn ihr den mal so quer haltet, da ist wirklich richtig viel Fleisch drauf. Das kenne ich von unseren gar nicht mehr. Wenn ihr dann abbeißt, habt ihr auch die anderen Schichten noch dazwischen dabei. Und da habe ich zusätzlich diese Soße dabei, die nochmal einen Geschmack macht. Also kombiniert sich auf jeden Fall sehr gut. Jetzt haben wir hier hinten noch was drauf gemacht. So, hier vorne geht auch noch was. Der Döner wird immer fetter. Guckt euch den an. So ein dickes Teil. Hier auch noch mal ganz viel Fleisch. Das heißt, wir können auch ganz viel von dieser Samyang, Flying Goose Blackout Soße drauf machen zum Abbeißen. Und immer wieder diese Flying Goose Blackout Soße drauf auf den Döner. Der Döner ist so fett. Da ist so viel Belag drauf, da ist so viel Fleisch drauf. Du musst einfach mit der Soße nachlegen. Zwischendurch ist mir schon das ganze Dönerfleisch runtergefallen. Ich habe es aber wieder aufgehoben. Das war so ein riesen Batzen, den ich einfach jetzt wieder hier reingelegt habe. Und vorne jetzt die ganze scharfe Soße drauf ist. Und das sind, glaube ich, jetzt die letzten Bisse. Noch ein paar Mal
diese scharfe Flying Goose Soße auf den Döner. Mir noch ein paar Mal abbeißen. Und da war das ein wirklich dicker, fetter Döner. Viel fetter, viel mehr drin, als ich das bei uns kenne. Obwohl der mit der Post geschickt wurde, war der natürlich kalt, aber trotzdem so viel mehr drin gehabt. Den würde man gerne einfach mal warm essen wollen. Aber egal, wir beißen jetzt nochmal hier rein, obwohl der kalt ist. So, und ich weiß jetzt schon, dass der Thomas sich komplett ärgern wird, weil Pupsi hat schon angekündigt, sie würde heute gerne nochmal Raclette essen. Jetzt, wo ich schon diesen deftigen, saftigen Döner gespeist habe, aber ich bin dann eine Woche nicht da. Noch einmal Raclette zum Abschied, muss schon drin sein. Das war's von meiner Seite aus. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Fette Grüße an den Leon Maurice für diesen Döner, den er mir geschickt hat, per Post. Es hat auf jeden Fall funktioniert, auch wenn die Postbotinnen ihnen ein bisschen Angst gemacht haben, dass das dann hier eine Woche unterwegs ist oder so. Er hat es am Donnerstag losgeschickt, es kam am Freitag an, es hat wunderbar funktioniert. Und Döner per Post, einen Tag unterwegs. Wenn ihr euch abends einen Döner kauft und am nächsten Tag esst, Adi ist auch am Start. Adi kriegt euch noch dieses Tütchen, was hier dabei war. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.